Wir sind in Konzerthaus in Reiding, Geburtshaus von Liszt. Und das ist natürlich für mich auch was Besonderes. Ich habe den Anfang gewählt von dieser Sonate, wo man schon hört, da ist etwas Böses oder bedrohlich. Eine Sonate ist so ein längeres Werk, das ist entsprechend in der Literatur, so wie ein Roman. Dann kommt eine sehr schöne Stelle, ein sehr romantisches, aber mehr als romantisch. Ich würde sagen, so ein Gebet, also etwas Meditatives, etwas nostalgisch, melancholisch. In der dritten Sonate von Chopin haben wir vom vierten Satz zwei Stellen ausgewählt. Der vierte Satz beginnt sehr spannend. Es wird dramatisch, aber es wird dann hell. Also es wechselt zwischen H-Dur und H-Moll. Beide Sonaten eigentlich wechseln ab, diese Tonarten. Der Schluss ist einfach großartig. Also man kann nur jubeln, wenn man fertig ist mit der Sonate. Also es ist ein krönender Abschluss. Natürlich das Thema von Liszt ist dieser Kampf zwischen Gut und Böse. Das Leben mit allen Höhen und Tiefen und wir kämpfen bis zum Schluss. Da alle drei Sonaten in H-Moll sind, irgendwie ist so wie ein Ja, ich nehme das an. Auf Spanisch sagt man Ja, sí. Und
Die Note H ist auch Si. Daher Si, Sonatas.